Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier im Zoo, beziehungsweise im Central Park, liebe Leute. Und das ruckelt gerade ein bisschen, deshalb muss ich mal ganz kurz nochmal einen kurzen Schnitt machen. So, da bin ich wieder, Leute. Ja, läuft flüssiger. Und genau, wir waren letztes Mal im Zoo, Central Park, und wir waren der Eve auf der Spur. Die hat beim letzten Mal schon... Ja, wie soll ich sagen? Die haben wir beim letzten Mal alle verwandelt hier in so eine komische braune Soße. So wie sie es auch im Theater gemacht hat. Und genau, wir waren jetzt dabei, sie zu verfolgen. Und ja, würde ich sagen, gehen wir das mal wieder an hier. Hier kommt doch bestimmt jetzt Gegner, oder? Nö. Okay. Alles klar, Leute. Jo, letzte Woche kam leider keine Folge. Es tut mir leid, aber ich hatte letzte Woche nicht so viel Zeit, um aufzunehmen, weil ich habe eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und deshalb, ja, meine Güte, bisschen Stress, aber jetzt geht's weiter, liebe Leute. Jetzt geht's weiter, bestimmt mit Gegnern. Ja, ich hab's gewusst, Leute. Bestimmt mit Gegnern, bitte keine Schlangen. Nein, Gott sei Dank. Das ist nur so ein Kackhaufen und zwei Vögel. Komm, schieß sie ab. Zack, zack. Sehr schön. Mats. Genau, und den Effekt muss ich noch rausmachen aus der Waffe. Genau, weil die gegen Schlangen ist die echt scheiße, die Waffe. Gut, die trifft uns irgendwie immer, ne, dieser Scheißhaufen. Ja, aber mit einem Mal ist der weg. So, Leute. Oh, das Cure Poison hätte ich jetzt ganz gerne mitgenommen. Shit. Egal. Leute, dafür schmeiße ich den Müll jetzt mal weg. Hier, Discard. Und hier auch Discard. So, Leute, Discard. Und ich muss mal gerade kurz was richten, damit man die Sounds nicht zweimal hört. Okay, Leute, dann kann man hier nochmal speichern. Aber das mache ich nicht, weil es ja da kein Gespräch gibt. So wie im zweiten Teil. Das war da cool. Aber hier im ersten Teil kann man halt die Waffen immer verbessern. Und das finde ich auch sehr geil. So, Leute, jetzt kommt eine Szene. Oh Mann. Ich sag's euch nicht. Gehen wir einfach rein. So. Ihr hört neue Musik. Und ganz genau. Seht ihr das? Riesenwürmer. Und die verschwinden, wenn man schießt. Oh mein Gott. Ja, das ist eine Art Bosskampf, Leute. So eine Art Zwischenboss und die werfen irgendwie so komische Kugeln ab. So, 17, 17, 17. Sehr schön. Ah, genau. Da am besten nicht reinlaufen, Leute. Ach, verdammt. Na komm, lauf schon. Verdammt. Okay, drauf schießen da, los. Mach den kaputt. Ach, verdammt. Okay, raus da, raus da. Oh, Gottes Willen. Ja, das hier ist eine Szene, Leute. Echt nicht einfach. Aber, gut. Aber kriegen wir hin. Das kriegen wir echt hin. So, da ist ein neuer Wurm. Genau, drei Würmer aus dem Boden, Leute. Oh mein Gott. Die immer größer werden gleich. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, der eine ist nämlich jetzt kaputt. Und das ist wieder ein Soundbug. Verdammt. Und ihr seht, Leute, der ist größer. Ich glaube, dieser Soundbar kommt immer beim Endgegner. Hä? Seht ihr das? Die sind größer jetzt, die Teile. Ach, verdammt, Leute. Hier geht mir auch irgendwann die Muni aus, ne? Nein, nicht auf den. Ach, verdammt. Shit, Mann. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich noch habe. 14 Schuss. Das reicht doch nie im Leben, Leute. 12 Schuss noch. Oh mein Gott. Ja, und da wieder mit Soundbugs hier. Bitte trefft alle. Nein. Ach, verdammt. Gut, ich habe noch 8 Schuss. Dann muss ich den Boss... Muss ich den ganz Großen gleich... muss ich den echt mit dem Knüppel machen. Shit. Das habe ich ganz vergessen. Oh Mann. Ich bin voll gestorben gerade. Was soll das denn? Ja gut, egal, ich hatte einen Revive zum Glück gehabt. Oh mein Gott, Leute, die Muni, die reicht nicht. Das ist unglaublich. Geh doch kaputt. Scheiße. Die Muni reicht nicht.
hab so oft daneben geschossen. Ja, toll. Ich muss einen Knüppel nehmen, Leute. Knüppel gegen Riesenwürmer. Oh Mann. Ich hoffe, dass das funktioniert. Change Weapon. Komm hier, Knüppel. Knüppel gegen Bosskampf. Oh mein Gott. Ja, das trifft natürlich nicht, ne? Aber doch, Moment, das trifft schon, ja? 15. Da kann ich sogar zweimal... Ja, sehr gut. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm. Mit dem Knüppel. Na verdammt. Ja, schlag schon. So, jetzt kommt der Riesenwurm. Leute, jetzt kommt der Riesenwurm. ich hoffe, dass ich den treffe. Ich bin wieder gestorben, ne? Shit. Muss mich auch mal heilen, ne? Merke ich gerade, das heilt nämlich nur die Hälfte auf. Oh mein Gott. Und der Soundpack, der nervt. Aber gut, egal. Wir haben keine PE, komischerweise. Ich will die Medizin. So, Leute. Schön mit Zauber hier. Gut, dann gehen wir ganz nah da dran. Und schlag mal da drauf los. Und nochmal bitte. Und zack. So. Auf die Würmer einfach draufschlagen. Weil das geht am besten. Ja, Leute, haben wir am Anfang direkt hier mal wieder so eine actiongeladene Szene hier. Mist, ja super. Ach mal, jetzt geht doch kaputt. Blödes Ding. Ich muss mich schon wieder heilen. Aber jetzt habe ich PI voll, Leute. PI voll? Sehr gut. 60 Hitpoints und dann kann ich mich theoretisch nochmal heilen. So, weil der Balken ja so schnell hochgeht. Und dann... Treff jetzt mal. Ah ja, komm. Oh, geschafft. Geil. Geil, 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 Leute. Oh, schaut mal. Wir haben Level 14 und Parasite House haben wir Barriere. Uses PE to absorb damage. Das ist ein Schild. Ganz genau. Ganz viel Defense. Und... Gott sei Dank, der Soundbug ist direkt weg, ey. Ja, Leute. Das war der erste Bossfight. Direkt. Wir haben 181 Hitpoints schon, ne? Das ist so krass. Leute. Gut. Mach dich mal voll, Aya, und nutz mal bitte hier die Defense-Dinger auf deine aktuelle Weste. Und wir haben zum Glück wieder 15 Munition gekriegt. Das ist ja echt knapp mit der Munition hier, muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. So, dann kann man die irgendwie... Die kann man nachladen, ne? So, Reload. Ammo-Crate. Ja, genau. Alle bitte da rein. So. Und ja, Leute, da sind wir wieder bei Parasite Eve. 8 Minuten mal einen geilen Kampf erlebt hier. Und ja, jetzt geht's weiter, glaube ich, mit einem Kampf, ne? Ganz genau, Leute, es geht weiter mit dem Kampf. Und zwar gegen Eve. Oh mein Gott, das wird lustig. Das wird jetzt lustig. Deine Gene sind stärker, als ich dachte. Komm, meine Liebe, lass uns mal ein bisschen fahren. Die will mit uns auf einer Kutsche fahren, oh mein Gott. Und wir müssen es sogar tun, weil er macht nichts anderes. Eve, schieß sie kaputt. Na gut, Leute. Wir haben Eve gefunden. Tatsächlich. Und ja, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig, Leute. Schaut euch die Cutscene an. Holy shit. Ja, jetzt wird's heftig, Leute. Warum? Warum... Achso, Eve ist das jetzt. Warum? Warum bist du auf der menschlichen Seite? Tja. Warum nicht? Ich bin ein Mensch. Warum hast du dich zu denen angeschlossen und nicht mir? Tja, Eve, weil du scheiße bist. Ganz ehrlich. Was? Weil du scheiße bist, Eve. Schau dir das an, so ein kleiner Bereich hier. Oh mein Gott. Okay. Und schieß sie ab, los. Zack, zack, zack. Boah, schön viel Schaden machen hier, komm. Mach mal schön viel Schaden. Los.
Boah, wir machen schon guten Schaden bei der. Mit der, wenn die Waffe. Wenn ich genug Munition dafür hätte. Oh, das hat getroffen. Oh, shit, da müssen wir raus. Ja, gut, dem kann man halt nicht so gut, ganz gut ausweichen, ne? So, zack, zack, zack. Ah, ich brauche noch mehr ich brauche noch mehr. Weil mit dem Knüppel wird das jetzt scheiße. Boah, das hat gereicht, oh mein Gott. Puh, okay. Alles klar, Leute. Scheint so, als wüsstest du nicht, wer ich bin. Was? Okay. Nun, wenn du es nicht weißt, deine Mitochondrien werden das machen. Deswegen wurdest du auch zur Opera gebracht. Zur Oper, ja. Ganz genau. Wovon redest du? Ja, keine Ahnung. Hier, lass es mich dir direkt erklären. Hör auf! Hör auf mit dem Scheiß. Wenn wir zusammenarbeiten, werden alle anderen Mitochondrien der Welt... Hör auf! Oh mein Gott. Noch eine Cutscene, Leute. Was für ein rasanter Start in die Folge. Ja, das ist... Oh. Noch eine Cutscene, Leute. Oha. Ja, Dr. Kramp ist das, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber... Okay. Sehr interessant. Nee, wirklich. Also, es ist diese Cutscenes immer wieder echt cool gemacht. Ah ja, antworte mir. Daddy. Ach, der Sohn hat überlebt. Ah, cool. Ben, wolltest du nicht aufs Konzert? Ich bin hier mit Mom hergekommen, aber sie war komisch. Was meinst du, Ben? Ich bin mit Mom hergekommen, damit wir drei zusammen sein können. Okay. Deswegen wolltest du mich abholen. Mom ist schon zur Bühne gegangen, aber sie ist ausgerastet. Okay. Was meinst du, Mom ist ausgerastet? Ja, das ist irgendwie lustig. Ich bin in die Nähe der Bühne gegangen und habe mich krank gefühlt. Ich wollte nach Hause. Mom war nicht sie selbst, Dad. Sie ist gegangen und jeder andere auch. Oh, ja. Okay. Lorraine. Ja, shit. Das war wieder so ein riesiger Haufen Scheiße, was die Eve da fabriziert hat. Die Opferzahlen waren... viel schlimmer dieses Mal. Wir dürfen die Leben der Bürger nicht in Gefahr bringen. Wir haben Befehle, die alle Bürger aus Manhattan zu evakuieren. Es sind sowieso alle Leute draußen für Weihnachten. Was machen wir, Sir? Wir bleiben und... helfen bei der Neutralisierung von Eve. Sollen wir es nicht der Armee überlassen? Wir sind diejenigen, die die Stadt beschützen müssen. Gibt es ein Wort von Eier? Nee. Verdammt. Wo könnte sie sein? Daniel, ich brauche dich, um die Zivilisten zu evakuieren. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen dieses Ding jetzt. Ich werde mich nach ihr umsehen. Sollen wir ihn nicht aufhalten, Sir? Er hat Lorraine verloren. Er findet Eier. Ihr beiden helft bitte mit der Evakuierung.
Na krass, ja, dieses Voice-Acting, das mache ich sehr gerne. Seht's mir nach, wenn's schlecht ist. Aber gut. Daddy. Ich mag's einfach, Stimmen nachzumachen, deshalb ja. Ben, es tut mir leid, ich muss Aya finden. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht, aber sie ist die Einzige, die gegen das Ding kämpfen kann, was deine Mama verletzt hat. Kath, könntest du nach dem Kind schauen? Das mache ich, keine Sorge. Daddy. Oh Mann. Komm schon, kleiner Mann. Magst du Hunde? Ich stelle dich den besten Polizeihund der Stadt vor. Ah, okay. Ah, die Hunde, ja. Hm, okay. Genau. Ja, das ist der Süße, ne? Kann ich dem Jungen die Hunde zeigen? Sicher. Lass mich nur den Zahn aufmachen. Hey, du hast einen Gast. Coole Szene. Wirklich. Coole Szene. Das ist Shiva. Mhm. Shiva, also. Irgendwoher kommt mir der Name bekannt vor. Na gut. Hey, ich denke, sie mag dich. Das kitzelt. Cool. Dass man da nochmal so eine Szene kriegt. Oh, Cutscene, Leute. Der war ja still. Ja, New York ist ein Massengrab geworden. Schaut euch das an. Ja, Schlittschuhe und keiner benutzt sie. Das ist... Wie oft sollen wir das noch sagen? Wir haben das blockiert. Du wirst hier noch nicht mal eine Katze auf der Straße finden. Japanese Man, oh cool, okay. Ich hab's euch gesagt. Ich habe schon die Polizei über dieses Thema kontaktiert. Was? Ich komme nicht so weit mit meinem Englisch. Okay. Hey, bist du Chinese? Nein, ich bin Japaner. Ah, cool. Nanda Nihonjin Desuka. Was? Oh, yes. Oh ja, können Sie Japanisch? Choto Dakine Dare Desuka. Der kann Japanisch, oh mein Gott. Ich bin Kunihiko Maeda. Ja. Der kann sich nicht ausdrücken. Hey, wenn du die Sprache nicht sprechen kannst, dann geh doch zurück in dein Land. Alter Schwede. Was ist das denn? Komm runter. Mach es einfach, Mann. Das ist schlecht für dein Herz. Ich werde heiß. Es wird mir heiß, Hilfe. Ach du Scheiße. Okay, Eve ist wieder da. Ah, der hat gesagt, das ist meine einzige Chance. Spontane menschliche Verbrennung. Ich glaube, das ist korrekt. Aha, okay. Ein Wissenschaftler also. Ein japanischer Wissenschaftler. Ich glaube, der ist ganz cool, ja. Okay, Leute. Katzi. Ich musste doch wieder einen kleinen Ventilator anmachen. Hm? Ist wieder so warm hier. So, gut, Leute. Was haben wir denn jetzt? Wo? Sieht aus wie so ein Krankenhaus oder so, ne? Irgendeine Eingangshalle. Ja, eine Eingangshalle. Krankenhaus? Ja, habe ich ja gesagt. Der Screen war ja eklig. Naja, gut.
Schaut mal da. Da ist der Wissenschaftler von eben. Oh, sie sind endlich aufgewacht. Das sieht ja untergekommen hier aus. Wer sind Sie? Ich bin Kunihiko Maeda. Ich bin ein japanischer Wissenschaftler. Er hat dich gefunden. Was? Ach, das war so die richtige Stimme. Ja gut, dann. Ben, hi. Mein Freund. Ach, ich sag immer Ben zu dem. Das ist Daniel, Mensch. Daniel. Warum sage ich immer Ben? Naja. Hier ist niemand außer Polizisten. Das ist eine Geisterstadt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist ziemlich gruselig, wenn du mich fragst. Wo ist Eve? Was ist mit den Leuten im Central Park passiert? Ja, das ist... Ben ging es gut, aber... Der Rest von den Zuschauern... Nun, sie sind alle verschwunden. Verschwunden? Sie meinen, sie wurden nicht verbrannt? Sie sind alle zu Schleim. Mensch. Sie sind alle zu Schleim geschmolzen und sind eine große Masse geworden. Ja, seine Ex-Frau, ne? Das ist was Neues. Normalerweise... Also in Japan ist das nicht passiert. Japan? Ein ähnlicher Zwischenfall hat sich einige Jahre zuvor in Japan ereignet. Obwohl er nicht so grandios war wie dieser. Was? Hey. Sag uns die Details. Es hat alles angefangen, als die Frau eines Wissenschaftlers in einen Autounfall involviert war. Der Wissenschaftler hat versucht, ihre Leberzellen zu kulturisieren, um sie am Leben zu halten. Der Wissenschaftler hat diese Zellen Eve genannt. Eve? Interessant. Die Leberzellen haben sich sehr schnell multipliziert und ihre Mitochondrien haben über ihren physikalischen Körper übernommen. Oh, krass. Okay. Nachdem sie das Sperma des Wissenschaftlers bekommen hat, hat Eve versucht, Geburt zu ein Ultimate Being zu gebären. Eine ultimative Lebensform? Was für eine Lebensform? Sie, das ist die Lebensform, welche von den Leberzellen mutierte, konnte ihren Körper nicht für lange halten. By the way, musst du kurz aufstoßen. By the way, bevor der Autounfall passierte, hatte sich die Frau als Organspender registriert. Aha. So, nach dem Unfall sind ihre Nieren in ein junges Mädchen transplantiert worden. Und Eve hat ihre befruchteten Eier in das junge Mädchen implantiert, welches anschließend eine ultimative Lebensform geboren hatte. Ich war sehr interessiert in diesem Fall und bin zu ihm ins Labor gefahren, um zu erfahren, ob ich die Forschung weiterführen kann. Das ist gerade sehr schwer zu übersetzen, deshalb seht ein bisschen nach. Nachdem ich hiervon gehört habe, bin ich sofort hierher geflohen. Was zur Hölle ist hier los? Ich wünschte, ich könnte mehr erklären. Boah, das war gerade echt sehr schwer zu übersetzen. Ah ja, bist du okay? Ja, mir geht's gut.
Ich dachte, dieses Monster hätte dich aufgefressen. Dachte, es wäre zu spät. Ja. Als ich Eve gespürt habe, war irgendwas in mir, was sich wie ein... was sich angefühlt hat wie... Du hast dich so gefühlt, als wirst du gleich verbrennen, richtig? Nein, sie ist... Nun, sie ist die Einzige, die... Ja, die nicht betroffen ist. Was? Ja, Aya ist die Einzige, die... Ich verstehe das nicht. Vielleicht auch nicht, ne? Ich denke, ich bin ein Monster wie sie. Och, Aya. Was? Wovon redest du, Aya? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich dich umbringe? Oh Gott. Halt die Fresse. Halt die Klappe. Das war ein bisschen zu krass. Du weißt, dass das nicht... Bitte, Daniel. Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es einfach nicht mehr. Bitte geh weg. Bleib einfach weg von mir. Och, Aya, die macht sich jetzt selbst Vorwürfe. Aya. Ja. Die macht sich selbst Vorwürfe, bitte. Ja, das ist... Wenn man sowas hat, ne, dann sind die Gedankengänge anders. Ja, ich verstehe, was du meinst. Was macht er jetzt? Hey! Woran denkst du, wohin du gehst? Der haut einfach ab, ne? Der macht, was sie sagt. Ja, wir sollen sie alleine lassen. Das ist... Ja. Selbst wenn ich ein Monster bin, ich würde dich niemals umbringen, Daniel. Bitte. Ich könnte mir niemals vergeben, wenn ich dich umbringen würde. Oh Mann, Aya. Du brauchst unbedingt Schlaf. Aya, du bist kein Monster. Komm schon. Du bist mein bester Partner, Ayabringer. Ich bleibe an deiner Seite. Immer, Aya. Ja, wir haben einen verlässlichen Buddy an unserer Seite. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal verdammt gut zu wissen. Und ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen mysteriös, ne? Ja, und nun? Können wir uns bewegen? Als ich Eve berührt habe, dieses Gefühl, war es Maya? Aber Maya ist mit dem Autounfall mit dem Arm gestorben. Nein, das kann nicht sein. Okay, sie hat also ihre Schwester gespürt, als sie Eve berührt hat. Oh! Tag 3, Leute. Selection. Nein, danke. Lieber Safety. Selection, also Auswahl. Okay. Sie hat also da gepennt. Okay, alles klar. Oh, wir können uns bewegen. Ja, das ist ja eine interessante Geschichte mit dem japanischen Unfall, ne? Also mit dem Vorfall. Der erinnert mich stark an den Film von Parasite Eve. An den japanischen Film, liebe Leute. Weil da ist auch mit dem Autounfall und 30 Ammo sehr gut. Und ja, da ist die Frau auch gestorben von einem Wissenschaftler und der hat die auch ihre Zellen ja gezüchtet und daraus ist dann Eve entstanden. Also es ist alles echt creepy. Aber gut, liebe Leute, gehen wir raus. Es ist mittlerweile wieder Tag. Da sitzt der Maeda. Hallo Maeda. Der ist cool. Was war eine lange Nacht? Gut geschlafen? Du warst die ganze Nacht da? Ich hab dir gesagt, du sollst weggehen. Du hättest sterben können, weißt du? Ah ja, du wirst niemanden umbringen.
Niemals. Oh. Das ist so cool. Wissenschaftler will glauben nichts ohne Beweis. Es ist einfach eins dieser Dinge. Und noch was. Was? Nix. Gar nix. Oh, was ist jetzt? Daniel? Ach, jetzt ist der auch auf einmal da. Wie geil. Okay. Ich dachte, wir wären jetzt voll alleine hier. Kein Verkehr. Das ist jetzt so. Kein Stau, kein gar nichts. Daniel. Meine Güte. Also, warum sitzen wir herum? Wir haben Arbeit zu tun. Daniel, danke. Also los. Wir brauchen größere Waffen. Oh ja, da ist ein Waffenladen. Rüsten wir uns auf. Gerne, Leute, ein Waffenladen. Oh yeah, was hat er hier? Ich glaube, da ist eine Apotheke da hinten. Oh, das ist natürlich geil. Eine Apotheke, ein Waffenladen, hier kann man sich ja richtig aufrüsten, wa? Wo kommen wir hier hin? Was haben wir hier? Da ist der Gunshop. Ah, geil, Leute. Da ist der Waffenladen. Yay. Yeah. So, was haben wir hier? Maeda, hi. Sie haben also nicht gescherzt, als Sie gesagt haben, dass Sie hier in Amerika Waffen verkaufen. Haben Sie das? Ja, das ist in Amiland so. Da muss ich mich auch erstmal mit... Ja. Das ist es. Wir helfen uns einfach mit ein bisschen Munition aus. Ja gut, naja, dann würde ich sagen, geh mal da rein in den Waffenladen. Oh, das wird cool jetzt, Leute. Das wird jetzt so cool. Ist verschlossen. Aus dem Weg, ja. Was macht der da? Daniel, nein. Sorry, aber das ist der einzige Weg. Okay, oh mein Gott. Typischer Ami-Bulle. Ja. Sind Sie wirklich ein Polizist? Wir glauben das, aber wir haben nichts Wissenschaftliches in der Hand. Wenn es das ist, was du fragst. Geile Szene. Einfach die Tür abgeballert. Ja. Wir haben es eilig. Ah ja, komm, lass uns unsere Sachen holen. Ja, okay. Gut, dann gehen wir rein. Wir gehen in den Waffenladen, Leute. Das wird geil jetzt. Oh, das wird so geil. Waffenladen. Da kann ich mir doch bestimmt meine Waffe umbauen. Oh ja, Leute, schaut euch das an. Das ist so geil. Range plus 1. Oh, geil, Leute. Range plus 1, das nehme ich sofort. Die Range verbessern von der M16 noch. Sehr, sehr geil. So, was haben wir hier? Ben? Ach, Daniel, Mensch. Mach weiter und such dir dein Lieblingsaccessoires aus. Ich hätte gern das hier. Oder das hier. Oh mein Gott. Gut, Leute. Wir haben einen Waffenladen. Was sagt er hier zu uns? Das ist einfach zu viel. Ja, der kommt gar nicht mit klar, was er hier sieht. Klar, in Japan gibt's sowas nicht, ne? Oh, schaut mal da, Leute. Club 2. Und eine M11, Leute. Schaut euch mal den Effekt an. Was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da? Also wir haben auf jeden Fall einen Club 2. Dann können wir den Club 1 hier wegwerfen. Genau, Leute. Was hat denn die Waffe? Nee, ich will die sehen hier. Change Weapon, genau. So, hier Club 2. Die hat einen Gift-Effekt. Und das hier ist ein Maschinengewehr, Leute. Das ist ein Maschinengewehr. Das schießt automatisch auf Random-Ziele. Also auf, ja, soll ich sagen, also zufällig auf irgendein Ziel. Aber das ist nicht so doll. Und der Fünffachschuss, der ist eigentlich auch geil. Aber ich weiß nicht, ob ich das
Der Fünffachschuss kann geil sein, aber wenn man schnell sein muss, ist das scheiße. Aber ich werde ihn trotzdem reinpacken, Leute. Ich werde ihn trotzdem reinpacken, weil ich möchte diese Granate da raus haben. Nimm die Granate da raus. Was zur Hölle? Oder... Ja, nimm den... Nein, 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 ich... Verdammt, wie kann man denn Slots entfernen? Verdammt. Wie kann man Slots entfernen? Moment. Die M11 und dann bitte diesen... Ach, verdammt nochmal. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Die M11... Nein, Leute, ich will diesen Effekt da rausnehmen. Wie funktioniert das nochmal? Wie kriege ich den Effekt da raus? Ich glaube, Super-Tool brauchen wir dafür. Ne? Stimmt, Leute, das hier habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Eine Bonuspunkte. Stimmt, Leute, wir haben Bonuspunkte, die wir mit jedem Kampf hier kriegen. Und die Bonuspunkte können wir in verschiedene Kategorien einteilen. Zum Beispiel hier können wir das auf diese drei Werte packen. Auf die Weste, auf die Waffe. Werte erhöhen. Oder wir können hier Item Capacity machen. Das heißt, die Kapazität des Menüs. Da würde ich sagen, packe ich jetzt mal alle meine Punkte drauf, bitte. Boah, von 14 auf 19, das ist schon mega genial, ja. Ist das so? 14 auf 19? Ja, schaut euch das an, wir haben so viel mehr Platz jetzt. Das ist unglaublich. Gut, Leute, ich möchte allerdings diesen Effekt daraus haben. Wie kann ich diesen Effekt daraus nehmen? Das ist doof. Kann man es nicht irgendwie hier zusammenfrickeln? Arrange Items. So, was? Arrange Items by Attack Power. Ne, das passt schon so. Ist das jetzt sortiert? Nö, schade. Ich möchte das ganz gerne... Ach, verdammt. Was haben wir hier drin, Leute? Vielleicht ein super Tool. Boah, die knarren da, ne? So krass. Und hier auch, oh mein Gott, überall Maschinengewehre. Oh, schaut mal. Wir haben noch eine Weste bekommen. Oh, wie krass. Wir haben noch eine Weste. Okay, Leute, dann gucken wir uns die auch mal an. So, Change Armor. War das die? Das war... Ah, schaut mal, Leute. Der Defense-Wert geht hoch. Der P-Energie-Wert geht hoch und der Critical... Chance geht hoch. Oh mein Gott, die werde ich aber sowas von nehmen. Und jetzt ein Tool benutzen. Ich habe ja nur eins, ne? Und diese Weste mal. Ja, ich werde mir die Werte nehmen, weil der eine Platz, den habe ich mir eben durch die Bonuspunkte geholt. Das heißt, nehme die Werte. Ah ja. Dann haben wir doch schon mal eine richtig geile Rüstung. Defense-Wert plus 37. Meine Frosche, es ist ja schon... Schon gut, muss ich sagen. Nur die Waffe, die stört mich hier. Das stört mich. Ohne Witz, das stört mich. Aber gut, das kriegen wir erstmal nicht hin. Mehr gibt... Oh, wir können hier rein. Was ist denn hier? Da haben wir unser Tool wieder. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Ah, Leute, ich glaube... Kriegen wir die Sachen noch raus? Ich glaube, wenn wir diese hier bearbeiten und dann hiermit und dann... Ah ja, ich glaube, wir brauchen eine Waffe, die auch drei oder vier Slots hat. Ne? Und das ist dann... Nein, 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 das will ich nicht. Und das ist dann... Da brauchen wir eine Waffe mit 4 Slots, ja. Wie sieht es denn mit dem Club aus? Wie viele Slots hat denn der? Auch nur 2, ne? Ja. Aber den Slot kann man ja auch adden bei der anderen Waffe, um dann den Scheiß da rauszunehmen. Ja, das können wir machen. Mit einer Mod-Permit, Leute. Mit einer Mod-Permit. Bullet Cap. Das ist natürlich auch geil, Leute. Bullet Cap, dann können wir einmal mehr schießen, bevor wir nachladen.
schon mal geil. Und unsere M16 ist ja auch schon ein geiles Ding. Ja, also wir rüsten uns tatsächlich auf hier. Die M11, die werde ich euch gleich mal zeigen, wenn wir nochmal kämpfen hier. Ist nämlich ein Maschinengewehr. Leute, ganz genau. Schießt sehr schnell. Sie fünfmal, aber schießt auch wildwichsend durch die Gegend. Ja, das ist manchmal kontraproduktiv. Weil man da sehr viel Schaden kriegt. Aber gut, Leute, ich werde es euch einfach mal zeigen. Da ist, glaube ich, auch noch Ammo drin. Gut, Leute, dann müssen wir einfach mal auf die andere Seite. Ich hoffe, den Bereich hier mache ich noch und dann muss ich leider echt schon wieder Schluss machen. Weil, wie ihr seht, oben, es sind schon wieder 40 Minuten um. Aber wir haben ein bisschen was erlebt. Das ist ganz geil eigentlich. So, was haben wir hier? So viele verschiedene Medizin und die scheinen alle stark zu sein. Ja, das kann sein. Allein dieser Gestank hier macht mich wahnsinnig. Mensch, Daniel, du bist immer so straightforward hier. Ja gut, dann geh rein. Lass uns mal in die Apotheke gehen. Die Tür ist kaputt. Ja gut, dann gehen wir einfach rein. Ich meine, hier ist eh keiner. Ah ja. Was machst du dir da Sorgen? So. Was ist los mit ihm? So urplötzlich. Jetzt ist er auf einmal ein glücklicher Camper. Ich werde diese Wissenschaftler nie verstehen. Ja, verstehe einer die Wissenschaftler, ne? Das ist, ja. Nicht immer einfach mit denen. Aber gut, Leute. Was haben wir hier in der Kiste? Oh, Revive. Geil, Leute. Revive ist richtig gut. Von den beiden, die ich eben benutzt habe, ist jetzt eins wieder da. Das ist schon mal gut. Ja, Leute, wir stapfen hier durch New York, durch eine Apotheke. Nehmen uns alles umsonst. Ja, ich wünschte, ich könnte alles mit nach Japan wieder zurück mitnehmen. Nee, das darfst du nicht. Maeda, das darfst du leider nicht. Aber du kannst ja was kaufen. Wobei, kaufen brauche ich auch nicht mehr. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner. Mensch. Was haben wir hier? Medizin 2, geil. QM. Geil. QM? Und was war das nochmal? War das das für Lähmung? Heilt und verhindert Lähmung, ja. Genau, das war eine Anti-Lähmung. Ein Anti-Lähmungstrank. Hier hätten wir jetzt ein Telefon, aber das werde ich nicht speichern. Ich werde hier einfach ein Safe-Set machen. Genau. Und dann einfach die Regale noch mal ein bisschen absuchen, ob es hier noch irgendwas für uns gibt hier. Ich will ja nichts verpassen. Ah, also das ist ja... Hier gibt es auch manchmal so Secrets, deshalb... Da ist sogar eine Tür. Da ist sogar eine Tür. Aha. Habe ich gerade von Secrets gesprochen? Hier ist ein Secret. Critical Evade plus 1. Oh mein Gott, Leute. Und noch ein Tool. Ach du Heilige, wir kriegen ja richtig viel geiles Zeug hier, ne? Gut, dann machen wir das Critical Evade bitte auf deine aktuelle Weste. So. Haben wir schon mal die kritische Trefferchance nochmal erhöht. Ist das nix? Ist doch geil. Die nächsten Kämpfe können kommen. Und die kommen definitiv. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen... Was passiert, wenn wir hier? Nix. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Lass uns hier verschwinden. Hallo? Ah, okay. Lass uns hier verschwinden, Leute. Wir brauchen hier nichts mehr. Wir haben alles gelootet hier. Alles klar. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück, Leute. Und ja, ich hoffe, euch das hier gefallen hat, die Folge. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Weil Parasite Eve ist wirklich ein richtig geiler Titel. Und ja, ich sehe gerade, wir sind schon bei 44:20. Das heißt, ich werde nichts mehr machen hier. Ich werde einfach speichern, beziehungsweise Save setten. Und ja, liebe Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.